Herzlich willkommen zurück zur 13. Folge von Let's Play Splatoon 2 Online. Wir machen das Ganze jetzt auch ganz kurz und knapp. Ja, wir kommen wieder zu den Arenen, die wir kämpfen werden. Und zwar entweder auf der Seeigle Rockbühne, waren wir schon lange nicht mehr. Und wie vom letzten Mal auf der Tümmlerkuppel. Ja, danke, bla bla. Eine Beschreibung brauche ich nicht. Ante Maria, Gretenkanal. Bunkers Skatepark oder Buckelwaldpiste. Und die Berg GmbH hat auch offen. Gut, dann wissen wir, sind wir jetzt mit allem versorgt. In der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, es kommt Version 3.0. Und was war noch? Genau. Das war die falsche Taste. Aber deswegen muss ich meine Schuhe wechseln. Eine, die noch nicht voll effekt ist, die zum Beispiel. Und auch das DLC-Paket kommt. Alle Infos habt ihr ja schon bekommen. Und jetzt geht auch direkt wieder rein in einen schönen Standardkampf. Und werden uns wieder in die globale Farbschlacht werfen. Nach einer erstaunlich kurzen Wartezeit von nur 15 Sekunden, was für Splatoon-Verhältnisse quasi gar nichts ist, geht es los auf der Seeigle Rockbühne. Mal schauen, was wir reißen werden. Ich hoffe einfach mal sehr viel. Allerdings möchte ich auch keine Vollidiotensgegner haben, weil das dann ein bisschen langweilig ist. Aber schauen wir mal. Okay, da oben ist schon mal einer, der mir sehr unsympathisch ist. Ja, Depp. Nice, da komme ich rauf. Ja, aber jetzt nicht mehr weiter. Das ist halt blöd. Ah, was? Wieso hat mich da nicht erwischt? Los, töte sie. Los. Na, immerhin hat er sie noch gekriegt. Er hat mich quasi gerecht, sag ich mal. So, diese Fläche da ist ja geschenkt. Die Flächen, das sind an der Bar, sind eigentlich meistens geschenkt. Klar, die da jetzt zum Beispiel, wo wir gerade sind, die kann natürlich... Können auch die Gegner anmalen, allerdings ist die Chance relativ gering, dass sie so weit vorstoßen, auch wenn immer mal wieder einer durchläuft. Und mich sowas natürlich total nervt. Aber das kann man schnell wieder übermalen. Rosa an den Schandflecken. So. Hässliches Rosa. Ach scheiße, wo kommt das her? Da war doch gerade noch wer. Muss ich gar nicht verstecken. So. Ach scheiße. Okay, du willst also auch sterben. Kannst du haben. Okay, habe ich jetzt nicht gekriegt. Ist aber tot und das reicht mir. Naja, da halt nur den einen. Kann man ihn ja ein bisschen zittern lassen. Auch wenn er nichts genutzt hat. Okay, hier ist noch einiges. Pink? Ich glaube, das ist pink. Das heißt, ich glaube, das ist pink. Das ist eindeutig pink. Sind die nicht auf der anderen Seite und drehen da gerade durch? So kann man sogar auf der Seite was umfärben. Da sind noch so unnötige Flecken. Hä? Moment mal. Wo kommt der Typ daher? Falls du da oben gerade kampierst, komm da schön runter. Hallo, mit einer Fläche. Gratisfläche, nicht, sag ich mal. Was zum... Was geht da ab? Was fällt dem Typen an? Weg mit dir. Naja, haben wir noch ganz gut korrigiert, denke ich mal. Ja, sollten wir dann doch locker gewonnen haben. Obwohl sie doch in der Mitte ziemlich viel eingefabelt haben. Da lassen wir 20,1%, nein, 30,1% mehr. Punkte technisch auch ziemlich das Doppelte. Sowohl Prozent als auch punkttechnisch. Was? Ich habe nur 529 Punkte gemacht. Das war aber nicht so gut. Trotzdem gibt es jede Menge Punkte auf unser Konto. Und wir starten auch direkt rein in die nächste Runde.
nach der vorher negativ, positiven Erfahrung und jetzt sehr negativ wieder mal mit der Lobby. Ich muss gleich jetzt eine Minute auf zwei Spieler noch gewartet. Kämpfen wir erneut auf der Segelrockbühne. Dieses Wechselglück vom letzten Mal scheint uns diesmal nicht wieder zu besuchen. Aber gut, die Map ist ja auch sehr schön, muss ich sagen. Ich finde generell alle Splatoon-Maps eigentlich sehr schön. Ich mag nur eine nicht, das ist der Gretenkanal. Die gefällt mir überhaupt nicht. Die ist einfach total verwinkelt, man weiß nie, wo man ist. Das ist meiner Meinung nach auch nicht mehr wirklich anspruchsvoll. Ich finde diese Map einfach nur Furcht-Arschloch. Yeah. Hm. Wild the Fox, sehr schön. Was das Coole ist, meine Videos sind sowieso nicht mehr monetarisierbar dank der neuen YouTube-Richtlinie. Das bedeutet, ich kann meine Videos sagen, was ich will. Weil ich eh keine Demonetarisierungsmedaille, wie das manche nennen, erhalten kann. Das ist sehr schön. Da habe ich gleich viel mehr Freiheiten. So. Und ich kann einen Fick drauf geben. Los, fährt das ein. So, ich denke, man einfach rüberspringen könnte. Oh, fuck. Arschloch. Geh doch weg. Idiot. Was zum... Er hat das geworfen, nachdem er gestorben ist. Ja, makes sense. Ich habe schon wieder fast keine Punkte. Okay, ich merke schon, die Gegner sind deutlich anspruchsvoller als die letzten. Aber das soll mir nicht... Das soll uns nicht den Sieg kosten. Das bedeutet eigentlich, dass wenn man so gefallen wird von diesem dämlichen Effekt... Weg mit dir. Da ist noch leere Fläche und da ist... Was machst du schon wieder da oben? Du gehst mir so auf die Nerven. Wo sind die Gegner? Los, lauf! Was? Wo kommt die auf einmal her? Okay, müssen wir das auch nochmal anschauen. Wo kam die denn jetzt plötzlich aus dem Nichts? Ich habe schon wieder unakzeptable Punkte. Mit unakzeptabel meine ich zu wenig. Und zwar zu wenig. So, da muss auch noch was überfärbt werden. Grüne Farbe muss weg. Keiner mag das Grün hier. Verpisst euch. Verpisst euch, nehmt eure hässliche Farbe gleich mit. Fuck, der hat sich... Fuck! Hä? Alter! Was eskalieren die gleich so? Ja, färb halt alles ein. Natürlich kann ich nichts mehr machen. Alter, dank diesem einen Kleckswichser haben wir jetzt vermutlich verloren. Nein? Gewonnen? Echt? Okay, aber er hat noch ordentlich Punkte zurückgeholt. Sag ich mal. Das hat er schon ganz gut angestellt. Ich habe wieder noch 535 Punkte. Hallo, ich will mindestens 800. Dann muss ich mich deutlich steigern. Dazu haben wir die Chance in der nächsten Runde. Dank der tollen Map-Rotation, die ich in der letzten Folge noch gelobt habe. Ja, verarscht uns jetzt wieder und wir kämpfen zum dritten Mal auf der Seeigel-Rockbühne. Naja. Mit einem neuen Soundtrack, wieder dem, der so leicht jazzartig ist, aber am Anfang echt grauenvoll klingt. Als würde man ein Instrument vergewaltigen. Zumindest meiner Meinung nach. Wupp. Darum stehe ich immer. Was zum... Wieso war es da jetzt schon grün? Wir sind diesmal wieder so eine Art Pink und die anderen haben so ein anderes Grün. Das ist gleich wie vorher, nur dunkler. Vorher war es einfach nur dunkler, das Grün. Ach du Scheiße. Der meint's ernst. Nice. Ich weiß nicht, ob meine Bombe dazu beigetragen hat. Aber meine Teammates haben es oder den Spieler aus dem Weg geräumt.
Und ihm gezeigt, wo er weiter fabeln kann. Zwar nicht hier. Ja, danke. So. Was zum... Wo kommen diese Schandflecken immer? Ah, von dir. Nice. Du Scheiße, die kommen da alle hinten rum. Oh Gott, ich habe vergessen, was die für einen Riesenschaden machen können. Alter. Guis. So, sofort hier kämpfen. Und die müssen da irgendeinen Zugang haben. Zu einem relativ leichten sogar. Natürlich. Wo sollen sie auch sonst die ganze Zeit hier spawnen? Oh, ich mag diesen Standpunkt. Da kann man so schön alles einfärben von oben. Okay, euer hässliches Grün könnt ihr euch behalten. Wir färben es einfach um. Ah, Gegenkill schon wieder. Aber dafür habe ich einiges eingefärbt. Und was macht der Typ da so nah bei uns? Zwei davon gleich. Und da ist wieder nichts eingefärbt. War ja klar. Da steckt sich da wieder wer. Ich hoffe einmal mal nicht. Nein, der wäre schon längst rausgekommen, weil er Schiss gehabt hätte. So, da gibt es noch einiges an grüner Farbe zum Neutralisieren, behaupte ich mal. Was machst du schon wieder da? Weg mit dir. So. Ah, Idiot. Ja, scheiße. Oh mein Gott, haben die jetzt viel voll gefärbt noch in der Mitte. Bei uns haben sie auch recht viel. Doch, wir haben gewonnen. Selbst zweimal hätte ich das echt anders gesehen, als rein vom Bild her, aber... Ich werde nicht widersprechen. Mein minimales Punkteziel haben wir auch erreicht und um einen ganzen Punkt überschritten. Und wir erhalten etwas Neues. Schön, schneller in der Tinte. Perfekt, letzte Runde noch. Und in der letzten Runde ist Splatoon 2 gnädig und gewährt uns Abwechslung und wir dürfen in der Tümmlerkuppel kämpfen. Mal schauen, ob wir an den Erfolg der letzten drei Kämpfe anknüpfen können. Aber das wird sich ja in Kürze herausstellen. Ich gehe ganz gern darauf immer. Auch wenn man da eher wenig Tinte hat. Man ja nichts nachladen kann. Wo kommst du her? Okay. Irgendjemand hat ihn aus der Luft geschossen. Das sieht man doch gerne, wenn der Gegner aus der Luft geschossen wird. Richtiger Luftkrieg. Ich hätte zwar nie gedacht, dass ein Paintball-Shooter mir so viel Spaß machen könnte, bevor Splatoon 1 kam. Weil das, klar, wie auf, denke wie auf alle anderen... wirkte es wie ein Shooter für Erwachsene halt auf, aber der eben für Kinder sein will und daher auf kindlich macht. Aber dem war in keinster Weise so. Was? Seitdem ich herumtänzelt, könnte ich wieder kotzen. Ja, in der Mitte auch noch, ist klar. Könnte man eine dämliche Einfärbeaktion woanders hin verschieben? Wer will rosa? Wer will ein rosanes Zimmer haben? Weg mit dir. So, ist ja nicht mein Kill. Aber er ist tot. Und das reicht doch schon. Was zum... Oh mein Gott, sind die gut. Ich habe bis jetzt auch noch knapp 400 Punkte. Sagen wir 400, aber... Das kann nicht alles sein. So, ich mache mal kurz mit den Punkten mitnehmen. Der schon wieder? Nein, du tust mich nicht nochmal. Ich sagte nein. Ja! Der hackt! Der hackt! Wollt ihr mich verarschen?
Also, ich wüsste zwar nicht, dass die Switch gehackt war, aber nachdem der Typ gerade runterfiel, weil sein Jetpack vorbei war und 10 Sekunden später gleich wieder aufstieg, weil sein Jetpack komischerweise direkt wieder aufgeladen war, das schien mir etwas suspekt. Könnt ihr aufhören damit? Oh mein Gott, sind die nervig! Und wo, wieso war die Kamera gerade verbuggt? Könnt ihr bitte alle disconnecten, Gegner? Danke. Oh mein Gott, das wird eine schlechte letzte Runde. Wir haben auch keine Zeit mehr, aber die 600 Punkte mache ich noch voll. Das ist ziemlich sicher. Wo kommt der schon wieder her? Ja, mit seinem dämlichen Dreier-Schwappe. Mit dem habe ich auch schon mal gespielt. Ja, wow, was soll ich jetzt noch machen? Außer gar nichts. Naja, verloren. Eindeutig. Aber was? 0,4%, so knapp. Oh mein Gott, regt mich dieser scheiß Schwapper-Typ auf. Wie viele Kills hat der? 12? 8, okay. Reicht auch. Mein Gott. Richtig schlechte letzte Runde. War aber auch ziemlich asozial, muss man auch dazu sagen. Naja, war zwar kein schönes Ende mehr, aber trotzdem ist diese Folge jetzt vorbei. Danke fürs Zuschauen, lasst Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert nicht vergessen, schaut den ganzen Social Media Kram vorbei. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.